11 und ja, die Bedingungen sind gut, Platz ist in Ordnung, wir konnten bis jetzt eigentlich alles umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Mhm. Also für mich war es jetzt auch wichtig, die Mannschaft noch besser kennenzulernen. Die Zeit war in Krefeld auch sehr, sehr kurz. Wir haben dann auch neue Spieler noch dazu bekommen. Gestern noch mit dem Dennis Cesar, letzten Alex Bittroff kam ja dazu am Anfang der Woche. Und ja, von daher ist jeder Tag wichtig für uns. Die Jungs ziehen gut mit, sehr intensiv teilweise. Wir versuchen jetzt alles zu verpacken, viele Spielformen, aber auch viele Laufeinheiten. Und ja, heute der Auftritt jetzt gegen Fortuna Köln war natürlich schon gut. Ja. Es ist immer wichtig, mit dem Sieg in so eine Vorbereitungsphase zu starten. Mhm. Es war immerhin gegen Drittligisten. Viele positive Ansätze heute, vieles schon umgesetzt, was wir uns im Training eigentlich die Woche auch erarbeitet haben. Aber es gab natürlich auch vieles, was mir nicht gefallen hat. Also ich glaube, man darf es nicht überbewerten. Aber gerade vom Einsatz, glaube ich, von der Bereitschaft, da fand ich heute schon sehr gut. Mhm. Und ich denke mal, dass Sie sich noch für die Zukunft viel vornehmen, jetzt auch in den letzten paar Tagen noch ein bisschen was an der Leistung oder an den Spieltechniken arbeiten werden. Ja, als Trainer hat man immer viele, viele Pläne. Mhm. Morgen werden wir ein bisschen regenerieren. Da müssen wir schon ein bisschen gucken, weil ich glaube, für viele ist auch jetzt schon, wie soll ich sagen, es war viel Input. Und wenn wir für uns nochmal trainieren, machen wir Nachmittag, werden wir freigeben. Mhm. Dann am Abend mit der Mannschaft auch was zusammen machen, ein bisschen den Teamgeist zu stärken. Vielleicht ist ein Trainingslager auch immer gut. Mhm. Also ich mag dann eher so Dinge, die da spontan entstehen, wenn man zusammensitzt oder mal zusammen an Essen geht, wie auch immer. Ja. Zusammen vielleicht mal Fußball schaut, man spielt immer in Deutschland im Finale. Und dann haben wir eigentlich nur noch den Montag und den Dienstag und dann ist das Trainingslager eigentlich schon wieder vorbei. Ja. Also es geht ratzfatz, muss ich sagen. Vielleicht für die Spieler weniger. Aber als Trainer legst du dir immer so deinen roten Faden zurecht. Da legst du deine Schwerpunkte zurecht. Mhm. Und du merkst, das geht mir jedes Jahr so in der Vorbereitung, dass diese 6 Wochen, in der Regel sind es immer 6 Wochen Vorbereitung, das geht eigentlich verdammt schnell vorbei. Und so nach 2, 3 Wochen denkst du dir, du hast noch so viel zu verpacken. Und du musst dann oft schon die Prioritäten setzen. Und das werden wir machen. Ich habe so ein paar Ideen auch jetzt für die nächsten Tage und die möchte ich gerne umsetzen. Mhm.